Brille oder ohne Brille? Nein, ist egal, nicht. Passt, ja. Ja, auch etwas zum Lesen oder? Also nichts. Da haben auch was. Eins, zwei. Wann sind Sie geboren? 1923, am 4. Mai. Vor 8 Tagen hatte ich 100. Geburtstag. Ich bin in Hohna in dem Haus geboren. Meine Eltern hatten ein Geschäft unten und da herum die Wohnung. Die Großeltern haben das gegründet. Und nach dem Krieg, ich war ja die letzten 4 Jahre noch im Krieg eingerückt. Im Zweiten Weltkrieg? Ja. Ja. Bin ich nach Haus gekommen, habe geheiratet ziemlich schnell und das Geschäft und das Haus übernommen, weil meine Eltern schon tot waren. Meine Mutter ist 46, 47 gestorben, mein Vater war schon weg. Und ich habe dann mit meiner Frau, das war eine sehr tüchtige Geschäftsfrau. Ach so, genau. Nein, sie war eine Wienerin. Sie kam zufällig nach Hohenau, weil die Frauen ohne Männer Buchhaltung machen mussten, wie der Hitler gekommen ist. Und da haben sie dann, die Fleischhauerin vis-à-vis hatte einen Verwandten, der in einer Kanzlei in Wien beschäftigt war. Ja. Und der hat dort eine junge Frau gefragt, ob sie nicht hin und wieder nach Hohenau fahren würde, den Geschäftsfrauen helfen bei der Buchhaltung und bei den schriftlichen Arbeiten für ihr Geschäft. Und wie ich nach Hause gekommen bin, das war 1946, war sie sogar im Haus. Und da hat sie gesagt, sie hat mich schon gekannt durch meine Schwester mit Fotos und so und hat sich gedacht, den könnte ich mir anschauen. Und das hat sie getan und dann hat sie, ziemlich schnell gesagt, ich will dich heiraten. Die Frau hat das gesagt. Die Frau hat das gesagt. Das war, wie das gegründet wurde, so wie fast überall ein Gemischtwarenhaus, in dem man Lebensmittel, alles, ja. Benzin und alles kaufen konnte. Ja. Auch schon Strumpfwaren und so Kleinigkeiten. Ja. Ja. Und die Schulzeit dann auch hier in Hohenau verbracht? Die Schulzeit zum Teil in Hohenau und zum Teil in Wien habe ich verbracht. Meine Mutter hat mich nach Wien geschickt und wollte, dass ich die Handelsakademie mache, weil sie gemeint hat, du solltest ordentlich ausgebildet sein für unser Haus. Ich war von Anfang an vorgesehen als Erbe, als Übernehmer. Aber hatten Sie Geschwister auch? Hatten Sie Geschwister? Also meine Schwester war 3 Jahre älter und mein Bruder 6 Jahre älter. Wir waren damals über 4000 Einwohner, ja. Um fast mehr wie 1000 mehr wie heute. Ja. Und es hat recht gut funktioniert, obwohl die meisten Gemeinden in der Nachbarschaft so typische österreichische Bauernortschaften waren und von Hohenau nicht sehr viel gehalten haben, weil es immer geheißen haben, Hohenau ist ein böhmisches Dorf. Wir hatten viele aus der Slowakei und aus der Slowakei und aus Tschechien. Es ist, da gegenüber ist das sogenannte Waldamt. Das war ein liechtensteinisches Haus, in dem der Liechtenstein seine Beschäftigten, die vor allem im Wald in Hohenau beschäftigt waren, untergebracht hat. Und da wurde natürlich sehr viel von den alten Leuten, vor allem Slowakisch gesprochen. Ja. Und lustig war, dass meine Mutter immer gesagt hat, ihr seid Deutsche oder Österreicher, sprecht Deutsch. Dann habe ich gesagt, Mama, das sind deine Kunden. Die lass reden, wie sie gewachsen sind. Ja. So ähnlich war das. Und wir hatten, glaube ich, auch Glück,
dass die Russen in Hohenau relativ vernünftig waren und bald gegangen sind und wir uns dann wirklich dem Geschäft widmen konnten, weiter ausbauen, modernisieren. Und wenn zum Beispiel die Zuckerfabrik in der Kampagne war, wenn Zucker verarbeitet wurde, waren ja noch in den ersten Jahren 1900 fast 1200 Leute beschäftigt. Wahnsinn, in Hohenau, in der Zuckerfabrik. Ja. Und das hat sich auch für uns ausgezahlt, natürlich. Ja. Ein Freund von mir hat gesagt, du, es gibt eine Motorsportschule in Deutschland, die suchen Leute. Melden wir uns? Habe ich gesagt, ja, melden wir uns. Und die haben uns einberufen nach Regensburg in eine Motorsportschule. Und das war April 1941. Und im Juni 41 oder Juli 41 hat es geheißen, wir fahren nach Berlin mit den leichten Lastwagen, mit denen wir gelernt haben. Sind nach Berlin gefahren, haben bei Shell Benzin, Diesel, alles Mögliche aufgeladen und haben dann in der Nähe von Berlin gewartet, was kommt. Und dann wurden unsere Fahrzeuge ein bisschen verändert, Scheinwerfer und so weiter, das war alles weg. Und wir fuhren nach Osten. Und wie wir dann in Polen waren, haben wir gemerkt, wir sind eine Truppe, die für die vorderen Truppen Benzin, Treibstoffe mitgeführt haben. Ja. Da haben wir dann gemerkt, wir sind mitten im Krieg. Ja, aber das war ja dann gleich der Beginn auch vom Russlandfeldzug 41. Ja, genau. Wir waren hinter den Panzern die ersten, die nach Russland eingefahren sind. Eingefahren sind, ja. Und wir haben gemerkt, das waren kleinere Ortschaften oder größere Ortschaften. Es war nirgends ein russischer Soldat. Nirgends wer, der irgendwelchen Widerstand geleistet hat. Die Russen waren überrascht, so wie überall vom Hitler, der gemacht hat, was er wollte. Also wir waren eine halb militärische Organisation. Wir hatten deutsche Uniformen ohne Hoheitsabzeichen. Das waren neutrale Uniformen und wir machten dort auf 3,5 Tonnen Mercedes die Führerscheine, also die Ausbildung am Auto. Ja. Und das hat recht gut geklappt. Unsere Spitzen waren 17 Kilometer vor Moskau. Wir selbst mit unseren Fahrzeugen und mit den Treibstoffen waren vielleicht 30 oder 40 Kilometer vor Moskau. Und da hat es geheißen, jetzt stehen wir. Und dann kam der Herbst 41 und der Winter, es war ein schwerer Winter damals. Und dann plötzlich merkten wir, wie die Russen angegriffen haben. Und wir mussten uns zurückziehen und ich habe den Rückzug faktisch mitgemacht bis nach Deutschland. Wir sind dann aufgelöst worden mit unseren Autos und zur normalen Truppe überführt worden. Ja. Ich war dann in einer Kompanie, das mit gepanzerten Fahrzeugen ausgestattet. Ja, es war an und für sich eine Infanterietruppe, die halt Fahrzeuge schon hatte. Ja. Und es ging ganz langsam immer wieder zurück. Die Russen haben angegriffen. Und wir haben uns immer zurückgezogen durch ganz Polen. Also ich hab Breslau miterlebt in der Verteidigung, aber wir sind dann immer weiter zurückgezogen worden. Und wie ich erwachsen war
und 80 Jahre alt geworden bin, habe ich gesagt, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre über Deutschland, Polen, Tschechien, und sind nach Breslau. Überall dorthin, wo ich als Soldat war. Und da hat sich meine halbe Familie gesagt, wir fahren auch mit. Super. Und da sind wir nach Breslau gekommen. Ja. Und da hat man uns erzählt, Breslau war ja zur Hälfte zerstört. Ja. Und die Polen haben das derart schön wieder aufgebaut. Die Altstadt ist wunderschön. Ja, also das Rathaus, der Platz, der große, ja, mit der Kirche. Aber nicht mit Glashäusern, sondern wirklich eins zu eins, wie es damals noch eine deutsche Stadt war. Ja. Das war wunderbar. Ja. Wir waren dort einige Tage. Und in der Nähe von Görlitz, war eines der größeren Städte am Ostrand von Deutschland, ja, sind wir dann sitzen geblieben. Die Russen haben nicht mehr angegriffen, aus ihren taktischen Gründen kann man nicht sagen. Und am Fluss Queis, ein Nebenfluss der Oder, war ich Kommandant einer Truppe. Und in der Früh bin ich hinausgegangen, wir waren untergebracht in einem ehemaligen Forsthaus scheinbar, bin hinausgegangen und habe über den Fluss hinübergeschaut und habe gesehen, dass die Russen drüben sind. Und dann bekam ich einen Schlag und habe nicht gewusst, was ist das? Ich kann die rechte Schulter nicht mehr bewegen. Und zwei Leute von uns haben gesagt, Sie bluten ja, oder du blutest ja, und haben mich auf einen Panzer gelegt, und der Panzer fuhr mit mir von den Russen weg nach Görlitz, dort in ein Krankenhaus, und nächsten Tag, übernächsten Tag, das war mein Glück scheinbar, wurden wir, mehrere Verwundete, in einen Zug gesetzt und nach Deutschland, nach Süddeutschland, ach Gott sei Dank, verabschiedet. In Greilsheim, eine Bezirksstadt in Württemberg, ja, dort hat man mich und andere abgeladen in das Krankenhaus, und da hat dann ein Arzt gesagt, wenn wir nicht was machen, Sie haben 10 cm ober dem Herz den Einschuss, oh, ja, durch das Gelenk, dann wird das schwierig werden, und hat mich eingegipst. Und dort bin ich dann gelegen, und eines Tages haben die gesagt, wir können mit Ihnen nichts mehr machen, schauen Sie, dass Sie wohin kommen. Bin ich nach Augsburg in meine ehemalige Kaserne. Ja. Und bin dort untergekommen, waren mehrere ehemalige Soldaten, die plötzlich nicht wussten, wie sie nach Hause kommen sollten. Das war aber schon 45. War 45, ja, schon Krieg, ja, vorbei, ja. Ich habe also 3 Jahre den Russlandfeldzug mitgemacht. Wahnsinn, ja. Bekam auch dieses Russlandabzeichen, hat es da gegeben. Und ein Verwundetenabzeichen. Ich war dann 2-mal verwundet. Eine leichte Verwundung, die nicht besonders war. Und dann diese große Verwundung. Mir fehlt heute noch das halbe Gelenk. Ah. Das hat's. Ja, aber Sie können trotzdem den Arm... Ich kann den Arm so heben, höher geht's nicht. Aber das war dann das ganze Leben, hatten Sie dann dieses Handicap. Ja. Und da kam eines Tages meine Schwester. Meine Mutter hat meine Schwester nach Augsburg geschickt. Ja. Die konnte sich durchschlagen, ja, durch die Russenzone, und denn Augsburg waren ja Amerikaner, ja. Die waren sehr großzügig mit uns, ja, da hat man alles gehabt. Und sie hat auch einen Verwandten gesucht und hat uns beide gefunden und mit nach Österreich genommen. Wahnsinn. Dadurch, dass viele Leute bei uns Tschechisch oder Slawisch überhaupt reden konnten, ja, konnten sich mit den Russen etwas verständigen. Und das war nicht schlecht. Und eines Tages kam ein Russe und sagte,
komm mit mir. Und hat mich zum Kommandanten geführt. Der war in einer Villa untergebracht, vom Direktor der Zuckerfabrik. Und bin dort hingekommen und er konnte perfekt Deutsch. Und hat gesagt, Sie haben ein Geschäft in Hohenau. Ja. Und werden Sie schauen, dass Sie wieder arbeiten können in Ihrem Geschäft. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, hat er gesagt, wenn Sie die Straße und den Gehsteig sauber halten, so wie wir das gewohnt sind, der Russe, hat gesagt, dann funktioniert das. Ich gebe Ihnen auch einige Schillinge für den Schaden, den die Russen angerichtet haben in ihrem Geschäft. Und schauen Sie, dass Sie ordentlich arbeiten und dass die Bevölkerung in Ruhe funktioniert. Ja. Also die waren schon sehr bedacht, dass wieder das normale Leben einkehrt. Ganz sicher, ja. Viele Leute, vor allem Frauen und Kinder, waren ja nicht in ihren Häusern, sondern in die Kellern. Versteckt. Ja, versteckt und waren dort. Weil es hat schon Gräueltaten auch gegeben, ja. Meine Schwester und meine Mutter sind da im Haus geblieben. Die Russen kamen herein. Da am Schreibtisch sieht man noch Teile, wie sie mit dem Gewehr oder mit was versucht haben, die Laden zu öffnen. Aber es ist nichts passiert, haben meine Mutter und meine Schwester gesagt. Und auch der Schwester ist nichts passiert oder nichts so, weil passiert, sonst jüngere nein, Frauen die oder war, so. Die war ja schon verheiratet. Ah. Ihr Mann war Jurist in der Zuckerfabrik Hohenau. Und sie haben halt da gewohnt und geschaut. Meine Mutter ist dann da gestorben, ist sie gelegen, ja. Ja. Und wann ist dann ihre Mutter gestorben? Dann? Das war im April 1947, gleich bald nach dem Krieg. Ja, und es ist uns nichts anderes übrig geblieben, wie zu versuchen, das Geschäft zu wieder zu beleben. Ja. Es ist gegangen, ja, schön langsam, aber solange die Russen da waren, war nichts Besonderes los. Mhm. Erst 1955, wie die Russen weg sind, konnten wir unser Geschäft wirklich ordentlich führen und das war dann schon sehr gut. Wir hatten dann Verbindung mit Lieferanten aus Wien und aus Vorarlberg. Ja. Ja, und dann kam auch der Wirtschaftsaufschwung. Der Wirtschaftsaufschwung kam ja für ganz Österreich. Wir haben dann sofort umgestellt auf reine Bekleidung. Wir waren ein reines Bekleidungshaus und das ist sehr gut gegangen, muss ich sagen. Damals hatte man noch nicht bestellen können aus Katalogen oder aus Internet. Nein, das hat es nicht gegeben. Das war der Vorteil, ja. Heute ist es schwer in Österreich. Ja. Es war kein einziger großer Filial in der Nähe. Firma da. Und ich kann mich erinnern, wie Billa die erste Filiale in Hohenau aufgemacht hat. Ja. War ich eingeladen zur Eröffnung als Kaufmann halt. Und da habe ich den Mann, der das gemacht hat, gefragt, wieso gehen Sie gerade nach Hohenau? Hat er gesagt, wir gehen überall hin, wo ein paar tausend Einwohner sind, weil wir haben von Anfang an Geld genug gehabt. Wir haben nicht schauen müssen, was verdienen wir, sondern wir haben verdient. Ja. Das war für mich der erste Schlag, wo wir geahnt haben, dass ein Konzern es wird für die kleinen Kaufleute schwierig werden. Mhm. Und es kamen dann ja Billa und Spar. Ja. Also die Volksbank wurde von meinem Großvater in Hohenau gegründet. Die in Hohenau? In Hohenau, ja. Die ist inzwischen weggegangen, die ist in Zistersdorf nur. Und, aber war das damals privat noch, dass man eine Bank? Na, das war eigentlich von Anfang an eine sogenannte Spar- und Vorschusskasse.
hat mein Großvater gegründet. Ja. In seinem Haus, im ja. Nebenhaus, hat auch uns gehört. Und dann, wie die Wirtschaft sich stabilisiert gehabt hat, hat er mit der Volksbank gemeinsam gemacht und hat gesagt, wir machen aus der Spar- und Vorschusskasse eine Filiale der Volksbankengruppe. Genau, ja, verstehe. Und das hat sehr gut funktioniert. Und wie ich zurückgekommen bin, hat man, und ich das Geschäft übernommen habe und begonnen habe, hat man mir angeboten, die Volksbank zu übernehmen als Obmann. Deine Eltern und Großeltern haben das schon gemacht, also wirst du das auch können. Ja. Und ich habe das bis zu meiner Pension auch gemacht. Ich war Obmann der Volksbank. Ja. Und das Geschäft haben Sie aber auch noch? Das Geschäft haben wir gemeinsam ja. geführt, meine Frau und ich. Ich habe mehrere Kinder in Erinnerung, dass dann auch im Erwachsenenleben Freunde geworden sind. Das war vor allem ein Mann, der in Lundenburg zur Schule gegangen ist und maturiert hat und dann bei der Bahn war Vorsteher in Hohenau und andere auch. Wir haben dann gemeinsam zum Beispiel die Feuerwehr gemacht in Hohenau. Wie ich nach Hause gekommen bin. Wollen Sie mal den Namen sagen, dass wir in einer Erinnerung, ja, von wem sprechen Sie? Ja. Also der Feuerwehrhauptmann im Krieg war der Herr Matuschka, ein Malermeister mit tschechischen Wurzeln, der nicht einrücken musste. Und dann ein Herr Rieder, ein Zistersdorfer, der ein gemischtes Geschäft gehabt hat für Pferdeausrüstungen und dann langsam mit Möbeln begonnen hat zu handeln. Also alle möglichen, vor allem die Schulkollegen dann, ja, die, mit denen ich aufgewachsen bin. Einer der ersten Bürgermeister in Hohenau war mit mir auf der Schulbank gesessen, der Herr Fuchs. Anton war Betriebsratsobmann in der Zuckerfabrik inzwischen.